Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem kurzen Demonstrationsvideo des Tools Sketch Engine, mit dem Sie das Coronavirus-Update-Korpus selbst korpuslinguistisch untersuchen können. Sketch Engine überreichen Sie über diese URL und da können Sie dann die Datei, die ja so aussieht, reinladen. Das ist eine XML-Datei, die im Wesentlichen so funktioniert, dass wir den eigentlichen Text haben und dann hier in den sogenannten XML-Attributen Auszeichnungen haben, um was für Textteile es sich jeweils handelt, was ist eine Frage, was ist eine Antwort, was gehört zum Interview selbst, was ist hingegen Teil des Headers, also der Überschriften und der Einleitungen und so weiter. Gemacht habe ich das Ganze übrigens mit dem Tool Trafilatura. Ich kann es nicht gänzlich erklären. Ich habe aber dazu mal ein Tutorial aufgenommen, was ich unten gerne verlinke. Ich zeige es nur einmal ganz kurz. Das hier ist die Folge 38 in transkribierter Form. Ich kann jetzt einfach die URL hier mal rauskopieren, rufe dann hier in der Command-Line Trafilatura auf, sage, dass ich das XML-File möchte, minus U und die URL. Und jetzt lädt er mir den Text. Das sieht jetzt noch nicht so aus, wie ich das brauche, weil zum Beispiel hier die Sprecherinneninformationen hier noch im Text selber drin sind. Ich brauche das aber hier als XML-Attribut, aber das sind dann manuelle Anpassungen, die man dann oder halbautomatisierte Anpassungen, die man dann im Nachhinein noch machen muss. Aber mit dieser Datei, wie Sie sie hier haben, können Sie arbeiten und können Sie direkt in Sketch Engine reinladen. Dazu müssen Sie sich einloggen. Und die TU Dresden gehört zu den Universitäten, die von der Europäischen Union hier so einen sogenannten Institutional Login bekommen hat. Das heißt, unter Institutional Login können Sie einfach hier mal Dresden eingeben und kommen dann, können dann Technische Universität Dresden auswählen. Und dann können Sie sich, wie Sie es kennen, mit Ihrem ZIH-Login anmelden. Und landen dann zunächst auf einer Überblicksseite. Die so aussieht. Hier sind jetzt im Hintergrund schon ein paar Corpora vorinstalliert. Wir möchten aber jetzt unter My Corpora ein neues Korpus anlegen. Das müssen wir erstmal benennen. Ich nenne das jetzt Coronavirus Update und wir müssen spezifizieren, dass es ein deutschsprachiges Korpus ist, German. Alles andere können wir so lassen. Single Language stimmt, Description brauchen wir nicht. So, und jetzt können wir entweder hier URLs eingeben, aber wir haben ja schon das Korpus aufbereitet, deswegen I have my own texts. Und hier in meinem Finder ist hier die Datei, die ich einfach per Drag and Drop, das können Sie aber auch aus dem E-Mail-Programm direkt machen, einfach den Text per Drag and Drop hier reinziehen. Und jetzt wird das Ganze hochgeladen. Es sind knapp 200.000 Wörter. Das geht relativ schnell. Und dann werden die Texte auch jetzt prozessiert. Jetzt laufen im Hintergrund die typischen computerlinguistischen Aufbereitungen wie Tokenisierung, Annotation, Part-of-Speech-Tagging und Lemmatisierung. Ich pausiere mal kurz das Video, weil das doch ein kleines bisschen dauert. So, jetzt hat er hier die 190.000 Wörter verarbeitet. Ich gehe auf Next. Und jetzt muss das noch kompiliert werden. Da wird im Hintergrund eine Datenbankstruktur angelegt. Sie sehen hier, dass selbst bei sehr großen Corpora dauert das eine Minute oder zwei. Das ist also relativ rasch erledigt. Es kann sein, dass es jetzt, wo ich dieses Video noch gleichzeitig aufnehme, es ein bisschen länger dauert. Deswegen pausiere ich mal wieder. So, jetzt hat er das kompiliert und ich kann jetzt schon mit dem Korpus arbeiten. Ich klicke mal hier auf Corpus Dashboard und habe hier meine Übersicht von Tools. Hier sind jetzt verschiedene Auswertungsmöglichkeiten, die interessant sein können. Wir beginnen mal mit WordSketch. Das ist so der eigentliche Markenkern. Wir können jetzt einfach hier mal Virus eingeben
Und hier wird jetzt, wie Sie es vielleicht kennen, von digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache hier so eine Übersicht angelegt, was sind also Modifiers, sowas wie infektiöses, lebendes, pandemisches, wirkliches, spezielles, frühes Virus und so weiter. Was sind Verben, die damit zusammen vorkommen? Was sind Verben, wo Virus Akkusativ Objekt ist? Hier kriegt man einen ganz guten Überblick über Verwendungsweisen des Wortes. Ich möchte Ihnen auch noch zeigen, hier Keywords ist interessant. Keywords, Sie erinnern sich vielleicht, es sind Wörter, die in einem Untersuchungskorpus signifikant häufiger sind als in einem Referenzkorpus. Als Referenzkorpus wird hier ausgesucht das im Hintergrund voraktivierte Ten-Ten-Korpus mit Webtexten. Wir klicken einfach hier auf Go. Das dauert jetzt ein bisschen. Genau, jetzt hat er zunächst mal hier Multi-Word-Keywords, also Zwei-Wort-Verbindungen, typischerweise Adjektiv plus Substantiv, die typisch sind. Und hier, wenn man aufmerksamer Hörer des Christian Drosten Podcasts ist, dann sieht man hier sofort Dinge, die einem bekannt vorkommen, wie sekundäre Attack Rate oder auch feuchte Aussprache nach überstandener Infektion, jetzige Situation. Also das sind typische Terms in der Terminologie von Sketch Engine, die dieses Korpus auszeichnen. Wir können auch hier, das ist noch interessant, na, muss das so machen, über die Concordance ganz gezielt nach einzelnen Wörtern suchen. Wir nehmen mal hier Advanced mit rein und können nach Lemmata suchen. Sie erinnern sich, nach Lemmata suchen heißt, dass man die Grundform sucht und findet auch alle flektierten Formen. Jetzt nehmen wir mal sowas wie Nennen. Jetzt findet er hier alle flektierten Formen von Nennen. Und dann finden wir, wir hatten ja besprochen, dass in der wissenschaftsjournalistischen Vermittlung, überhaupt der Wissenschaftsvermittlung, so Erklärungen von Fachwörtern wichtig sind. Und da ist Nennen ein ganz wichtiges Wort. Ne? Dieses für metasprachliche Bezugnahmen, sowas wie hier, das nennt man Beclean N1. Ja? Oder das, was die Wissenschaft Letalität nennt. Oder das, was man früher Schmierinfektion genannt hat und was wir heute Kontaktinfektionen nennen. So, das ist bestimmt ganz typisch, ein ganz bestimmt, ganz typisch sprachliches Muster, und das können wir hier eben so bequem erheben. Allerdings möchte ich gerne zeigen, was wir jetzt noch Besonderes machen können in Sketch Engine. Und zwar können wir hier unter Text Types die XML-Struktur ansteuern. Wir können jetzt uns hier aussuchen, wo wir eigentlich genau suchen wollen und können mal hier unter P-Type es spezifizieren, dass wir nur innerhalb der Antworten suchen möchten. Ja, wir könnten auch natürlich hier sagen, nur was Christian Drosten sagt, das wäre das Gleiche. Aber jetzt nehmen wir noch mal hier Answer mit dazu und können so ganz gezielt in bestimmten Textpassagen suchen. Ja? Das zwei kleine erste Einblicke. Ich würde Sie bitten, sich einfach mal selber durchzuklicken und mal diverse Dinge auszuprobieren. Sie können hier in der Concordance auch noch ausgefeiltere Dinge tun, indem Sie zum Beispiel nur nach Verben suchen. Das kann ich jetzt hier in diesem kurzen Video nicht erklären. Das werden wir auch nicht unbedingt brauchen. Aber ich empfehle Ihnen, dass Sie für den weiteren Verlauf des Studiums sich mal hier mit diesen Abfragemöglichkeiten vertraut machen. Das wäre es schon von meiner Seite. Probieren Sie es aus und bei Fragen melden Sie sich bitte. Ich danke Ihnen.